Hallöchen, ihr Lieben. Ihr seht hier bei meinem Kreativ mit Lillys heute ein bisschen Chaos auf meinem Tisch. Ich habe gerade meine ganzen Materialien zusammengesammelt, möchte mich ein bisschen auf den Frühling einstimmen, möchte mich mit einer meiner Lieblingsfarben oder meiner Lieblingsmedien der Farben Gouache widmen. Ich habe ja in meinem Kalender, der dieses Jahr läuft, mit den ganzen Vögeln, habe ich ja alle Vögel schon mit Gouache gemalt. Es ist ein Medium, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige. Und zu dem, was ich heute hier mache, hat mich Nadine von Konfetti Rausch inspiriert. Vielleicht kennen sie schon einige von euch. Sie macht auch viel mit Buchstaben und Gouache und anderen Medien, arbeitet auch viel Mixed Media und das hat mich heute dazu inspiriert. Ich habe in den letzten Monaten ein bisschen Schwierigkeiten, überhaupt mal so ein bisschen kreativ tätig zu werden. So hin und wieder hole ich mal ein bisschen was raus, aber irgendwie, ihr merkt das hier jetzt auch an den Videos. Im Februar habe ich jetzt gar kein Video gemacht. Irgendwie hänge ich da noch in so einem Loch fest. Habe mir heute mal eine etwas fröhlichere Farbpalette, schon einen Frühlingsspruch. Ich habe die Hoffnung, dass, wenn die Sonne jetzt ein bisschen mehr lacht und die Blumen anfangen zu blühen und einfach man sieht, dass die Welt wieder erwacht aus ihrem Winterschlaf, dass ich da irgendwie ein bisschen mehr kreative Power bekomme, ein bisschen aktiver auch werde. Und ich möchte da auch direkt gleich mit euch anfangen und ich nehme euch wirklich von Anfang an mit. Ich möchte euch eine Farbpalette zeigen, die ich mir aus dem Buch von Lauren Wager rausgesucht habe, von der Palette Perfect. Volume 2, denn die ist nämlich in Jahreszeiten geteilt. Ich werde mit euch zusammen hier die Farben mischen. Das wird ein kleines Experiment. Ich hoffe, ich kriege die Farben so einigermaßen hin, wie sie in dem Buch sind. Also es muss ja nicht exakt genau sein. Und dann habe ich hier ein Mixed-Media-Papier, mir schon ein paar verschiedene Pinsel, mein Wasser habe ich mir alles schon zurechtgelegt. Da fangen wir jetzt mal ganz entspannt und ganz in Ruhe an. Ihr könnt mir dabei auf die Finger gucken. Vielleicht kann ich euch auch ein bisschen dazu inspirieren, auch mal mit Gouache zu arbeiten oder einfach mit Farben zu experimentieren. Das ist ja auch immer so eine Frage, Farben. Selbst jetzt im Winter findet man draußen eigentlich auch schöne Farbpaletten, aber mich bewegt es gerade nicht viel nach draußen und wenn dann nicht auf dem Weg der Inspiration, ja, weil ich Dinge erledigen muss oder weil ich mich auch mit Freunden treffe natürlich oder mit Bekannten oder wie auch immer. Ich glaube, vielleicht können es viele von euch verstehen, warum ich gerade, also nicht warum, aber dass ich gerade in einem Loch festhänge. Vielleicht geht es einigen von euch genauso. Ich möchte euch jetzt mal die Palette zeigen, die ich mir rausgesucht habe und zwar die hier unten. Rotbraun, Helmrotbraunton, dann ist hier so ein bläulich-Fliederton und dann so ein ganz helles, na, was ist das? Es ist ein Rosé, ein ganz helles Rosa mit so einem Touch Lila noch drin. Also hier ist die Farbe ja in Groß. Aber diese Farben möchte ich jetzt mischen und ja, wir schauen einfach mal, wie viel und was ich noch dazu brauche. Ich habe hier so eine Farbpalette, die habe ich mir mal bei Bösner geholt, weil hier habe ich auch noch ein paar Tuben mit Farben drin. Waren mal fest, die habe ich versucht wieder so ein bisschen zu aktivieren. Ich finde sie halt einfach zu schade zum Wegwerfen. Und deswegen habe ich sie einfach mal hier in diese Tübchen reingemacht oder in diese Näpfchen und habe hier auch noch ein bisschen von dem Rosa. Manches ist ein bisschen fester als direkt aus der Tube, aber zum Anmischen eignet sich das in der Regel eigentlich ganz gut. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Rückseite vom Pinsel, weil das doch sehr fest ist und ich nicht jedes Mal mit dem Pinsel in die Farbe rein möchte. Den mache ich gleich noch sauber. So, jetzt kommt es auch langsam ran an den, was ich haben will. So ein ganz helles Rosé mit einem leichten lila Touch eigentlich, aber ich krieg es glaube ich nicht hin. Ich habe hier noch Violett liegen. So diesen leichten Flieder-Touch so reinzukriegen. Ich hoffe, dass ich jetzt eine
ganz leichte Ich glaube, jetzt habe ich den Ton, den ich haben wollte. So, dann mache ich jetzt hier meinen Pinsel sauber. Ein bisschen schwierig, weil dieses Buch nie offen bleibt. Dann haben wir den ersten Farbton. Ich liebe es, Farben zu mischen. Dann kommen wir zum zweiten. Das ist so dieses Blau-Lila, also so ein etwas dunkleres, so ein dunklerer Fliederton. Und dazu habe ich mir extra Violett, Staub hier raus. Da habe ich auch gar nicht so viel. Und ein Blau, das sind Primärzyan. Das ging jetzt doch relativ schnell, dass ich den Ton getroffen habe. Der gefällt mir gut. Ich finde, die passen beide auch super zusammen hier. Und zu guter Letzt haben wir noch dieses so ein Rotbraun. Hier so ein richtiges Zinnoberrot. Ordentlich rein. Ich hatte mir jetzt hier eigentlich das Goldocker dazugelegt, aber ich glaube, das passt gar nicht. Aber doch, ich muss es ein bisschen wärmer, also ein bisschen goldiger kriegen. Deswegen machen wir hier mal. Sagen, du bist fest geworden. Das wäre jetzt aber nicht so schön. Oh, da kommt es raus. Wo ist jetzt die Kappe? Seht da. Ich finde halt das Gefährliche bei Weiß und Rot ist, dass es halt rosa wird, ne? Was ist schon ein bisschen goldener geworden? Wir testen es einfach mal aus. Müssen vielleicht ein bisschen braun. Also das ist jetzt natürlich nicht braun, das weiß ich auch. Langsam. Da war doch meine Intuition ganz gut. Aber es muss natürlich noch ein bisschen bräuner werden.
reicht schon. Dann können wir das hier wieder reinmachen. Ich würde jetzt sagen, erinnert mich, dass ich das noch sauber mache, aber ich glaube, da muss ich mich selber erinnern. Am besten auch gleich. Also heute ist irgendwie, ihr merkt, es ist, glaube ich, ganz gut, dass ich eine kreative Auszeit mache. Überall fasse ich rein. Ach. Mischen wir mal das Braun jetzt hier rein. Also auch wenn es eigentlich auf der Farbpalette ein bisschen bräuner sein sollte, gefällt mir die Farbe eigentlich super. So. Es ist nicht ganz die, aber ich mag meine besser. Lieber. Jetzt räumen wir noch ein bisschen auf. Also das heißt, wir machen die Tuben hier zu. Ich werde die Tuben hier liegen lassen. Sieht ein bisschen schöner aus, ne? Ihr seht auch, dass ich hier eine gute Mischung habe. Also tatsächlich liegen jetzt hier bloß zwei. Ich habe insgesamt drei Firmen an Gouache-Farben. Und mag alle drei sehr gerne. Aber sind vom Preis-Leistungs-, also vom Preisverhältnis alle sehr unterschiedlich. Nicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis, von der Leistung her sind sie alle super. Aber das ist jetzt hier auch keine bezahlte Werbung, ne? Das sind alles selbst gekaufte Utensilien. So. Hier habe ich noch meinen Spruch liegen. Ich habe drei verschiedene Pinsel. Ich habe hier zwei Flachpinsel und einen kleinen Rundpinsel. Frühling ist, wenn die Seele bunt denkt. Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt. Okay, jetzt habe ich nochmal nachgeguckt. Frühling ist, wenn die Seele, hier kommt noch wieder rein, wieder bunt denkt. Ist ja auch ein jährliches, immer wiederholendes Spektakel. Also, Frühling ist, wenn die Seele, wie baue ich das jetzt auf? Ich will gern hochkant arbeiten, ne? Also Frühling ist jetzt, Rechtschreibung ist jetzt hier tatsächlich wurscht, ist, wenn die Seele wieder bunt denkt. So bauen wir das auf. Habe jetzt hier auch mich für A4 entschieden, weil auf kleinen Formaten ist das immer mit, ich finde es immer sehr schwierig auf kleinen Formaten, ist aber auch nicht unmöglich. Also ich möchte euch jetzt hier tatsächlich gar nicht viel erklären, es soll jetzt eigentlich auch gar kein Tutorial werden oder sowas. Ich möchte eigentlich euch nur einen Schulterblick gewähren, wie ich das jetzt hier für mich aufgebaut habe, rein zur Technik, wie man mit Gouache arbeitet, wie man die einsetzen kann. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Wie gesagt, ich habe zum Anfang gesagt, ich habe mich von Nadine inspirieren lassen. Die macht das wirklich super. Dazu gibt es Ende März über Lettering in Deutschland auch wieder einen wunderbaren Atelierabend mit ihr zusammen. Sie findet da viel, viel bessere Worte als ich für. Wie gesagt, ich möchte euch heute einen Schulterblick gewähren und nehme euch jetzt mit, wie ich das hier mache.
versuche ja auch so ein bisschen die Buchstaben so ein bisschen tänzeln zu lassen. Ich versuche hier einfach nur ganz intuitiv. Ich will hier gar keine großen Skizzen vorher. Ich möchte einfach ganz intuitiv hier reingehen. Ich habe jetzt hier das G auch noch nicht beendet, weil ich nicht weiß, wie ich das vielleicht irgendwo langschlängle. Und ja, ich finde, das eignet sich so gut, um loszulassen halt auch. Das ist das, was ich an Buchstaben so mag. Man kann sich halt einfach, man kann sich irgendwie gehen lassen. Man kann irgendwie nichts, also klar gibt es beim Handlettering, jeder, der das schon macht oder auch ein bisschen länger oder auch gerade die erst anfangen, es gibt natürlich gewisse Regeln, ne, die einem helfen, Buchstaben miteinander zu verbinden und in Komposition zu bringen. Aber an und für sich kann man sich damit auch richtig, richtig toll gehen lassen. Also sich so richtig schweifen lassen. Und das ist auch das, was ich am Lettering so mag, was ich vorher, also vor 5 Jahren oder so, wirklich sehr, sehr verkannt habe. Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt.
Vorteil ist, wenn man unten angekommen ist, ist oben schon alles trocken. Damit wir direkt mit dem Schatten weitermachen können. Natürlich trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Nee. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn man irgendwo Schatten ransetzt, egal ob man das jetzt mit Stiften oder mit anderen Medien macht, was das eigentlich mit dem Buchstaben macht, so, ne? Also mit dem ganzen Schriftbild. Also das finde ich immer, immer wieder faszinierend. Und mich gerade meine Taube besuchen. Das findet meine Katze mal ganz toll. Ich glaube, hier würde ich dann tatsächlich nochmal. Also, der Vorteil bei Gouache ist, dass man danach umgekehrt auch immer wieder ein bisschen ausbessern kann. Ne? Dadurch, dass die deckend ist, man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dadurch, dass sie sich auch natürlich wieder anlösen lässt.
Bin dann auch gespannt, wie das Rot oder das Orangerot, Ockerrot dann im Hintergrund knallt. Da bin ich gleich sehr gespannt drauf. Also mittlerweile kriege ich auch den Pinselschwung so langsam raus, wo es hier oben noch so ein bisschen kantig aussieht, kriege ich es hier unten jetzt ein bisschen besser hin. So, drehe ich mir das mal wieder um. Ich mache halt eine Sauerei mit den Farben hier. Wir nehmen den Flachpinsel. Mit dem Flachpinsel kann man nämlich besser mit Fläche. Ja, na klar. So macht man es nicht.
So, das meinte ich damit, dass Farben super deckend sind. Also da kann ich das retten. Ich muss mal gucken, wie ich das nachher hier gleich mit dem Rot hier mache. Vielleicht fällt es auch gleich gar nicht mehr so auf. Wir gucken gleich mal.
das war jetzt aber eine Geduldsarbeit. Das war jetzt auch langes Schweigen. Ich war hochkonzentriert. Also was heißt hochkonzentriert? Ich war einfach gerade wie in so einem, ja, wie sagt man, wie in so einem Delirium. Das hat gerade echt total Spaß gemacht. Mir gefällt das Ergebnis richtig gut. Ich werde das hier, glaube ich, noch ein bisschen mit Weiß ausbessern. Das hängt mir noch ein bisschen wie ein Dorn im Auge. Ansonsten gefällt es mir richtig, richtig gut. Die Farben sehen toll aus. Guck mal, aber hier ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Wasser. Doch, eigentlich klappt das, glaube ich, ganz gut. Das reicht sogar schon. Muss gar nicht so dick sein. So. Ausgebessert. Meine Finger, ja, ein bisschen. Mal gucken, ob meine Klamotten kriegen sonst auch immer ein bisschen was ab. Übrigens, ich habe heute einen Weihnachtspulli an. Einfach, weil ich ihn mag und weil er schön kuschelig ist. So, was sagt ihr? Wie findet ihr dieses Ergebnis? Ich bin positiv überrascht, immer wieder. Wenn man etwas Kreatives tut. Mir gefällt es richtig gut. Die Farben gefallen mir richtig gut. Und der Spruch gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich glaube, das hänge ich mir hier irgendwo hin. Ich könnte es mir jetzt die ganze Zeit anschauen, weil es mir so gut gefällt. Naja, aber dabei wollt ihr mir nicht zugucken, weil ihr seht mich ja nicht, wie ich das anschaue. Ich danke euch, dass ihr mir bis hierhin über die Schulter geschaut habt. Und vielleicht ist es für euch auch ein bisschen Meditation, auch wenn es nur Zuschauen ist. Vielleicht kann ich euch inspirieren und ihr greift selber mal nach langer Pause zu Pinsel und Farbe. Egal was, ob Gouache, ob Aquarell, ob irgendwas, Buntstifte. Ich habe in letzter Zeit ziemlich oft zu Buntstiften gegriffen, weil die halt relativ einfach sind, ne? Also ich muss jetzt nicht hier Wasser und Farben mischen und irgendwie mit Buntstiften, die kann ich mir einfach nehmen und kann loslegen. Also wenn man da eine gute Farbpalette hat, also ich bin da auch noch ausbaufähig, ich habe nicht ganz so viele. Ich habe zum Beispiel auch welche, die wasservermalbar sind. Heißt, ich muss nicht mal unbedingt Aquarellfarben rausholen. Also da kann man sofort dann auch mit dem Wassertankpinsel rangehen. Ja, also versucht auch Sachen zu mixen, ne? Also man könnte ja jetzt hier, da sehe ich noch eine Kleinigkeit, die ich ausbessern möchte. Man könnte jetzt hier auch noch mit einem Buntstift irgendwas machen. Man könnte hier auf jeden Fall noch was machen. Aber ich finde, dass das fertig so ist. Mir gefällt es. Ich finde, man kann so einigermaßen meine Schrift auch wieder erkennen. Also mein Stil. Ich wollte jetzt hier auch gar nicht irgendwas kopieren oder irgendwas. Ich habe mich natürlich aber auch inspirieren lassen. Das habe ich ja zum Anfang schon gesagt. Ich komme zum Punkt, sonst verquatsche ich mich noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem kreativen Tun, egal was ihr macht. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und ja, bei dem, was ihr macht, ganz viel Freude und auch Erfolg und Mut vor allen Dingen wünsche ich euch auch. Macht's fein und bleibt kreativ. Tschüss!